heute am Amtsgericht in Düsseldorf. Hier startet heute der Prozess gegen den Ex-Profi-Fußballer Christoph Metzelder, dem der Besitz und die Verbreitung von kinderpornografischen Schriften vorgeworfen wird. Mein Mandant hat angekündigt, dass er sich seiner Verantwortung stellt. Das hat er, glaube ich, heute auch sehr eindrucksvoll getan. Was bedauerlich ist, das hätte er sicherlich schon vor einem Jahr machen können, wenn wir diese Inszenierung der Staatsanwaltschaft nicht gehabt hätten. Das halte ich für etwas problematisch. Über das Urteil selber kann man sicherlich diskutieren. Immerhin steht jetzt fest, dass wir nicht mehr über abstruse Zahlen vom Besitz von Dateien sprechen, sondern mit 18 Dateien wissen wir, dass es, wie die Richterin selber sagte, mehr als unterdurchschnittlich ist, was wir da gesehen haben. Das Gericht hat heute Herrn Metzelder wegen des Unternehmens einer anderen Person Besitz an kinderpornografischen Schriften in 26 Fällen sowie wegen Besitzes von kinderpornografischen Schriften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten mit Bewährung verurteilt. Nach fast 8 Stunden Prozess ist das Verfahren gegen den Ex-Fußballprofi Metzelder nun beendet. Es wurde schon nach Tag 1 statt nach 3 angesetzten Tagen ein Urteil gesprochen. Metzelder wurde zu 10 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Strafmildernd hat sich dabei laut Richterin ausgewirkt sein Geständnis. Er habe echte Reue gezeigt. Außerdem, dass er sich schon selbstständig in Therapie begeben hat, sowie die mediale Vorverurteilung, worüber sie gesagt hat, dass das quasi schon eine Vorbestrafung war und er deswegen seine Ämter niederlegen musste und aus der Öffentlichkeit treten musste.